folge mir. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3. Hoi, was war denn da in der letzten Folge los? Wieder ordentlich Schießerei mit unbedingt Gegnern. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich gucke gerade nur wegen ein paar Waffen, weil die ist auch nicht schlecht, diese T-Bolt-Sniper. Ich bin kein Fan von Sniper. Definitiv nicht. So, jetzt muss ich mich gerade selber mal orientieren, wo die ganzen Typen überhaupt... Oh, das Munition, das ist immer gut. Das ist allerdings nur für die... Nein, ist auch tatsächlich für die andere, für die, so. Für die K.A.L. Die wollte ich nämlich unbedingt noch holen. So, jetzt haben wir zumindest mal Ruhe vor den ganzen Gegnern, und denen wir uns einfach jetzt mal hier spontan umgucken können. Die meisten wissen sowieso, dass wir kommen. Kommen wir hier rüber? Nee. Oder kriegen wir... Warte mal. Anscheinend nicht. Okay. Ja gut, das war mal ein Versuch wert, aber es war, hat nichts wirklich was gebracht. So, ich muss mich trotzdem... Bist du da überhaupt irgendwo lang drüber? Wäre das so? Das was geht wunderbar. Doch, spontan kann man sagen. Versuch mal hier... Okay, Nate hat keine Lust, darüber zu gehen. Das heißt, sie müssen da anders gerade orientieren. Ich meine, wir müssen da ja hin, zu dem Flugzeug. Warte mal. Ich muss mich komplett... Kommen wir da durch? Da oben hoch, oder was? Die Frage ist, wie... Ich wollte gerade sagen, Frage ist, wie hoch komme ich da hoch? Ich tue mein Bestes. So, also hier sind einige Gegner noch. Okay, das war eigentlich nicht der Plan an der Sache. Wie viel haben wir denn überhaupt noch an Gegnern? Haben wir noch ein paar Gegner überhaupt? Also drei sehe ich mal so ganz spontan. Auf der Laderampe stehen vier. Oh nein! Okay, dann so was, mal was anders. An die Leiter dort oder was? App. Okay, dann gehen wir die Leiter runter. Die Frage ist, ob wir überhaupt runter müssen. Ich will jetzt nicht unbedingt runter müssen. So. Doch. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt, ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein, bitte. Seien wir ehrlich, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Er will es also alleine versuchen durchzuziehen. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Die Frage ist, wie sind die bewaffnet? Die müssen uns... Jetzt warten wir erstmal, ob es Elena weg ist. Scheiße, Alter. Die Frage ist, wie viele Gegner haben wir noch vor uns? So, die Frage ist, wie viel ist im Flugzeug? Verdammte Rotze. Das ist super eine Idee. Oh, ja, aber mir klar, dass ich keine Chance habe. Schließ das Tor! Verdammt! Schlag das Flugzeug weg!
Ja gut, das ist natürlich jetzt... Ah, die Frage ist... Ah Mann, wie kriegen wir das jetzt... Wie kriegen wir das jetzt dahin? Verdammt! Schaff das Flugzeug weg! Okay. Super Idee. Das ist eine geile Idee, wenn man gar keine Waffen hat. Pilsa! Zumindest habe ich wieder Waffen. Komm, komm, komm. Komm, Nate. Helena! Naja, so schlecht war die Idee gar nicht! Abflug! Hey! Ich hab hier was? Ja! Gib mich einfach ans Fahrwerk! Okay! Als ob ich das schon mal irgendwo gesehen hätte! Na komm, Ellie. Vorsicht. Jetzt hab ich dich. Tudu. Wir sind drin. Als ob wir das nicht irgendwo schon mal gesehen hätten. Boah. Was eine geile Action hier. Kapitel Nummer 17. Blinder Passagier. Gut, das war auf dem Schiff auch. Gut, dann gehen wir mal weiter. Na moin! Oh oh. Komm.
So, Dicker. Komm, ich seh. Hey, du willst also das nicht? Oh, tschüss. Ei. Oh Gott, oh Gott, es kommt einiges entgegen. Ui. Wir müssen also da wieder irgendwie hochkommen jetzt. Und Abflug. Ja, momentan kann er uns noch nicht treffen. Ui. So, meine Güte. Glück gehabt, die waren so drauf, die paar eure Gegner so drauf. Das könnte eine verdammt harte Landung jetzt werden. Ei. Na super. Oh. Achtung, Gegenverkehr. Ab dich. Kleine Team! Eieieiei. Gott sei Dank. Ei. Kapitel 18, die Rub Alkali. Und hab, wir sind gelandet. So, wir sollten mal zum Wrack. Das war auch der Plan.
Ei. Großartig. Dann mal los. Na dann auf. Na dann gehen wir mal mit unserem Helden Nathan Drake. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Na komm, Nate, geh. Das ist da vorne. Ich hasse Sand. Viel zu viel. So heiß. Ich muss Wasser finden. Wasser werden. Auf jeden Fall. Es liegt ganz spontan ein Seil drin. Okay, nur her damit. Ja. Egal ob kalt oder warm. Verdammt. Nix. Ja, das ist die gute Frage. Was ist jetzt? Das ist da unten drin. Ich habe jetzt auch tatsächlich nicht mal irgendwie einen Anhaltspunkt oder sowas, wo man irgendwie sagen könnte, man könnte weitergehen, aber weiß nicht, mal da runtergehen? Kann man das? Ne, kann man nicht, ne? Das ist blöd. Ja, wir sind von da gekommen, ne? Shit. Das heißt, wir müssen hier irgendwie weiter. Nachts kann es in der Wüste verdammt kalt werden, auch wenn es extrem heiß ist den ganzen Tag über gewesen. Oder wenn es gegenüber den ganzen Tag heiß gewesen ist. Okay. Wo bist du, Sally? Sterne. Ach, komm schon, Nate. Okay, da. Da ist Orion. Da ist der große Wagen. Zur Navy gehen sollen.
Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Wir müssen dem nachgehen, wir haben ja sonst keine weiteren Anhaltspunkte. Nein, das ist echt der Fata Morgana hier. Wir können ja mal hingehen, aber ich glaube, das ist irgendwie nur eine... Welche Wurzeln klammern hier? Was? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Brunnen. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Blöd. Ja, Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Und das heißt wieder, wir sind am Folgenende angekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Uncharted 3. Und ja, kommt Nate wieder heile raus aus der ganzen Geschichte oder nicht? Findet er Sully? Welchem Zustand findet ihn? Ja, Fragen, Fragen, Fragen. Die Antworten gibt es hoffentlich in den nächsten Folgen. Bis dahin oder Wiedersehen.